Mein Name ist Dr. Eleonore Diesner. Mein Name ist Erwin Feige. Wir sind der 53er Jahrgang. Wir waren das erste Matrikel der neu gegründeten Hochschule für Maschinenbau. Ich werde nächstes Jahr 80 und 1953 habe ich das Studium hier begonnen. Die Fachrichtung war Technologie des Maschinenbaus. Wir waren im gesamten Semester etwa 300 Leute und davon 7 Mädchen. Ich hatte angefangen, Maurer zu lernen, und dann kam ein Brief, ob ich nicht bereit bin, an der neu gegründeten Hochschule für Maschinenbau ein Maschinenbaustudium aufzunehmen. Ja gesagt, und so wurde ich Student am 8. Oktober 1953 hier in diesem Hause immatrikuliert. Es ist zwischen unserem Studium und dem heutigen wahrscheinlich gar nicht so leicht zu vergleichen. Anlässlich unseres letzten Absolvententreffens, unseres Jahrgangs, 53er, eine Campusführung erstmalig mitgemacht. Sie kennen das nicht anders, die Sie hier dann nach uns studiert haben. Aber was da entstanden ist, also das kann man gar nicht vergleichbar. Das sind ja von 1 zu 1000. Es gab kein Internat. Für die Mädchen wollte man ein Internat einrichten. Das ist nicht aufgegangen. Ansonsten gab es sogenannte Bratkartoffelverhältnisse. Also wir waren ausschließlich, denke ich mal, privat untergebracht. Ich bei einem Lehrer-Ehepaar. Ich habe die ganzen Jahre für 30 Mark Monatsmiete. Da war ein bisschen Frühstück dabei, also zumindest in der Tee kann ich mich entsinnen. Geheizt wurde, also mein Zimmer, wenn ich nach Hause kam, war warm. Da sagte mir der alte Herr, aber Herrenbesuch ist nicht gestattet. Wir sind tanzen gegangen, wie gesagt, wir sind zu Kino, Kultur, Konzerte, alles Mögliche. Wir haben geliebt, wir haben, alles war damals möglich. Ich wüsste nicht, was ich vermisse. Es war eigentlich die schönste Zeit im Leben. Die sorgloseste Zeit. Auch wenn man Prüfungsangst hatte, aber man hatte nicht die Probleme, die man später vielleicht im Beruf hatte. Wer das Glück hat, studieren zu dürfen, sollte diese Chance beim Schopfe packen und nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Dessen sollten sich die jungen Leute bewusst sein. Sie sind die künftigen Träger der Verantwortung in Politik und Wirtschaft und Industrie und müssen also dort vorausdenken. In der Regel sollte man das, was man anfängt, auch durchziehen. Und sich 10-mal überlegen und prüfen, ob man ein Studium abbricht, ich sag mal aus der Laune heraus, wie gesagt, so jung kommt man ja nie wieder zum ersten Studium. Unbedingt nutzen, ganz unbändig und trotzdem leben. Trotzdem muss gelebt werden, sonst nützt das beste Studium nicht, wenn man dann in die Einbahnstraße kommt. Zieh dein Studium durch und dann sperrt die Augen auf. Ist eine Floskel, man lernt sein Leben lang. Aber das sollte man dann ernst nehmen und möglichst viele Zusatzvorlesungen oder Spezialisierungen oder Lehrgänge, was da alles geboten wird, im Berufsleben nutzen. Mein Name ist Erwin Feige. Ich hatte das riesige Glück, genau auf den Tag vor 60 Jahren an dieser Hochschule bzw. heute Universität immatrikuliert zu werden. Liebe Studierende, mein Name ist Diesner Eleonore. Ich habe an dieser Hochschule studiert. Diese Zeit, die Sie jetzt dazu zur Verfügung haben, die kommt ja nie wieder. Und eins möchte ich Ihnen auch sagen. Studentenzeit, Studentenleben war zu allen Zeiten und ist auch heute, und das wird auch Ihnen so widerfahren, eine der schönsten Zeiten. Ich habe die Richtung Technologie des Maschinenbaus gewählt und habe meinen Beruf auch ausgefüllt. Dieser Beruf hat mir Freude gemacht. Mit einem ordentlichen Studium kann man, wenn man will,
fast alles erreichen. Man kann auch Politiker werden letztendlich. Und Ihnen wünsche ich, dass Sie erfolgreich im Studium sind, Freude an Ihrem Beruf haben und auch Verantwortung für die Zukunft tragen möchten. Und ich glaube, Sie haben die richtige Universität gewählt, die in dieser Stadt Chemnitz, in dieser Region, außerordentlich wichtig ist für die Weiterentwicklung von Wirtschaft und Industrie. Ich wünsche Ihnen dazu alles Gute. Werden Sie und bleiben Sie erfolgreich.